Es gibt verschiedene Kohlarten, die gerade Saison haben. Und eben auch im Winter Saison haben. Weil Winter ist auch Saison. Ich bin Fabian Zbinden, bin gelernter Koch und ich serviere saisonale Eintopfgerichte, entweder aus meinem Foodtruck oder in einem Pop-Up-Konzept. Dabei ist es mir halt wichtig, dass ich den Leuten das kann servieren kann, was für mich selber stimmt und dass sie nachhaltige und biologische Produkte. Meinkopf tun wir seit 2010 nach der Richtlinie von BioSuisse Gemüse anbauen. Und je länger sie mehr gemerkt, dass es uns Freude macht, das hat Geschmack, das ist fein. Beim Stefan ist es halt wirklich extrem eindrücklich, wie er das macht. Wenn man draußen im Feld ist, spürt man seine Leidenschaft für seine Produkte. Also ist so, wir haben natürlich die Pflanzen schon im Herbst abgebaut, wo noch warmes Wetter war. Das sind Pflanzen, die spezialisiert sind auf kalte Temperaturen. Die können wachsen, sobald es über 0 Grad ist. Und das ist das Schöne daran, wir können wirklich den Boden so bedeckt haben. Wir bekommen so einen lebenden Boden. Und das ist gerade bei uns im Biolandbau sehr wichtig. Er fliegt mit den Drohnen um und zeigt eigentlich seinen Konsumenten aktuelle Bilder, wie es aussieht. Besonders im Winter, wo man das Gefühl hat, es blüht nichts, es ist nichts grün. Bei ihm auf dem Feld sieht es ganz anders aus. Es gibt erstaunlich viel Gemüse, die eben im Winter auch Saison haben, aus der Schweiz. Einerseits alle Lagergemüse, aber auch Sachen wie eben Federköhle, Schwarzköhle, Lauch, die man frisch draussen ernten kann während der Saison. Sind wir hier in deiner Schatzkammer? Schweizer Schatzhöhle, da, jawohl. Da können wir einfach alles Gemüse, das wir im Herbst einnehmen ins Lager und dann den ganzen Winter davon zählen. Oder? Und durch das hat es natürlich den ganzen Winter Saison. Wow. Wenn wir schon den Luxus haben bei dir auf dem Hof, dann nehme ich natürlich die schönsten Blätter. Ich finde halt das Schöne an diesen Eintopfgerichten, dass jedes Gemüse, das vielleicht, wenn es nicht Saison hat, kannst du ersetzen. Wie jetzt zum Beispiel mit dem Schwarzkohl, wenn der nicht rum ist, kann ich easy einfach den Wetz nehmen. Das mache ich im Frühling. Da kannst du natürlich diverses Laub von jungen Pflanzen nehmen. Mhm. Oder Rhabarbere zum Beispiel, oder Spargel. Bei mir geht es halt ein bisschen weiter. Ja, manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ich eine Interaktion habe mit diesem Gemüse. So, das lebt ganz anders. Es hat irgendwie eine andere Geschichte zu erzählen. Und ich höre so gerne dem Gemüse zu, wenn sie mir auch eine Geschichte erzählen. Und ja, das ist das Spannende. Eintopfgericht, Winterspezial mit dem Stefan. Bio als Thema ist für mich halt echt wichtig, weil ich weiss, dass man zu dem wird, was man zu sich nimmt. Und im Bio bist du sicher auf der guten Seite. Das gibt dann so ein Gesamtbild für eine gesunde Ernährung. Da kann man dann nicht mehr viel falsch machen. Man kann es höchstens noch versalzen. Einen guten. Es ist halt unglaublich spannend zu sehen beim Stefan auf dem Hof, wie viel er weiss, die Leidenschaft für die Produkte. Und gerade auf dem Feld war ich wirklich überrascht, wie er das anwendet in seinem Alltag. Nächstes Mal geht es um Ressourcenschutz. Ich freue mich wieder, etwas Neues zu lernen. Bis dann!